Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Sissi will Wolle. Mein Name ist Sissi und ich spreche aus dem wunderschönen Wien und bin total happy, dass ihr eingeschaltet habt oder vorbeischaut, wenn ich heute über mein momentanes Lieblingshobby, das Stricken, spreche. Es gibt irrsinnig viel zu zeigen, nachdem ich jetzt eine Woche zusätzlich noch gebraucht habe, um technische Probleme zu lösen. Deswegen gleich in medias res fange ich mit dem an, was ich die letzten eigentlich so mit 3 Wochen fertig gestrickt habe. Allen voran meinen wunderschönen X-Shell-Sweater. Den habt ihr, wenn ihr die letzten Male zugeschaut habt, schon gesehen, also fast ganz fertig gesehen. Jetzt ist er ganz, ganz fertig und ich bin unendlich happy. Ich habe ihn schon ein paar Mal angehabt. Vor allem konnte ich ihn, worüber ich mich sehr, sehr freue, beim vierten Wiener Wollfest von vor, oh Gott, 3 Wochen. 2. 3. November konnte ich den anziehen und das war deswegen für mich was Besonderes, weil ich die Wolle damals bei Mondschaf in Leipzig gekauft habe und ihr praktisch das verstrickte Projekt zeigen konnte, die verstrickte Wolle im Projekt zeigen konnte, für den ich es gekauft habe. Gleich zur Wolle, später zum Wiener Wollfest, zuerst einmal zum X-Shell-Sweater. Er ist fertig, es ist ein Colorwork-Sweater. Ich komme ein bisschen näher. Mit einer Rundpasse, einem Yoke hinten, ups, ist das gleiche Motiv hier vorne drauf. Es hat alles eigentlich super gut geklappt, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich habe ein bisschen was sozusagen modifiziert in der Größe. Ich habe oben, nachdem ich mit meiner Maschenprobe eine falsche Maschenprobe unter Anführungszeichen hatte, habe ich oben die, ich glaube, 3. Größe gestrickt und dann unten die 2. Größe. Also ich bin nach der Ärmelabnahme eine komplette Größe runtergegangen. Der Pullover sollte laut Angabe einen 10 cm Ease oder sowas haben, also der sollte eigentlich weit, ein bisschen weiter sein. Er ist jetzt bei mir schon anliegend, aber nicht super tight, deswegen, also nicht super eng. Und deswegen finde ich, passt er eigentlich ganz gut. Ich bin auch mit der Länge sehr zufrieden. Das Design ist im letztjährigen Herbst Pom Pom Magazine erschienen. Als Cover oder als Titelprojekt sozusagen. Und das, die Anleitung ist von der, dass ich jetzt nichts Falsches sage, von der Catherine Clark. Ich blende auch immer alles hier unten ein. Zum Design selber, es ist definitiv ein fortgeschrittenes Design, also es ist eine Kaufanleitung. Entweder kauft man es über das Heft, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man es schon separat bekommt in X-Shell, also die Anleitung auf Reverie. Aber es ist auf jeden Fall eine fortgeschrittene Anleitung und nicht so einfach. Mit den Spannfäden ist es nicht so einfach und vor allem, wo ich mich sehr gespielt habe, ist hier bei der Mittelpassage, bei dem Mittelpanel, weil es Reihen gibt, wo du nur blau strickst, also wo du nur in einer Farbe strickst, aber vorne und hinten jeweils eine Masche oder 2, 3 Maschen in Gelb hast. Das habe ich dann später so gelöst. Beim ersten Versuch habe ich die Spannfäden praktisch mitgenommen über die ganze Reihe, also den gelben Faden über die ganze Reihe mitgenommen. Totaler Blödsinn. Ich habe es dann beim nächsten Mal einfach mit Hebemaschen gemacht. Das heißt, ich werde ihn jetzt ausziehen. Es ist nämlich eh etwas wärmer heute. Ups. Dass ich euch das etwas besser zeigen kann. Ich habe, wie gesagt, das mit Hebemaschen gelöst. Da hinten sieht man es ganz gut. Man sieht es, also es ist nicht unauffällig, aber ich finde es nicht, in der Optik finde ich es jetzt nicht störend. Also ich hoffe, bitte verzeiht, wenn das heute mit dem Fokus nicht so gut klappt. Ich sehe nicht, ob es fokussiert. Ich habe eine andere Kamera heute. Technische Schwierigkeiten. Also wenn ihr genau schaut, hier beim Mittelpanel ist eben eine Masche sozusagen länger von der nächsten zur übernächsten Reihe und das ist einfach, weil ich sie praktisch statt gestrickt einfach nur abgehoben und in die nächste Reihe mitgenommen habe, also sogenannte Hebemaschen gemacht habe. Das fand ich eine super gute Lösung, optisch gefällt es mir auch sehr gut. Habe ich noch etwas verändert? Ja, wie ihr seht, also wie sehr offensichtlich ist, mein Design hat keine Ärmel. Also ich habe kurze Ärmel gestrickt, nicht weil ich keine Wolle mehr hatte, sondern tatsächlich, weil es mir einfach besser gefallen hat und auch nicht, weil ich schneller fertig sein wollte, sondern weil es mir wirklich besser gefällt, habe das praktisch gemacht, wie es in der Anleitung steht. Das Einzige, was ich verändert habe, die Maschenzahl beim Abnehmen, dass ich auf einen Multiplikator von 17, glaube ich, komme, damit sich das Muster am Schluss ausgeht, ohne dass man es sehen würde. Ich meine, unterm Arm siehst du eh nicht, wenn es falsch zusammenkommt. Also, ja, wäre nicht so wichtig gewesen. Und was ich noch geändert habe, ist, dass ich nach dem Colorwork-Teil, der beim Ärmel geplant war, so die Pfeile vom Bündchen praktisch übernommen habe. Das habe ich geändert. Lichtspiele, Loki. Sonst
Was habe ich anders gemacht? Nichts eigentlich. Ich habe mich sonst wirklich an die Anleitung gehalten. Es ist eine super schön zu strickende Anleitung. Also das Muster ist ein Traum. Es ist irrsinnig abwechslungsreich und tatsächlich finde ich sehr, sehr flott gegangen. Auch wenn ich jetzt noch die Ärmel gemacht hätte, finde ich, wäre das gut gegangen. Ihr seht hier die Rückseite meines Pullovers. Voller Stolz präsentiere ich meine Spannfäden und ja, es ist alles vernäht. Alles großartig, alles super. Und das ist sicher eine Übungssache, dass die Spannfäden ebenso gleichmäßig sind. Falls ihr euch wundern solltet, wieso hier ein Faden weghängt, das ist nicht ein vergessener Faden, den ich hätte vernähen müssen, sondern das ist eine Schlaufe. Wie die zustande gekommen ist, keine Ahnung, mir ist das jetzt nachher aufgefallen. Ist so. Ist auf der Rückseite des Pullovers, ich bleibe eh nicht hängen, deswegen ist es egal. Ich habe auch das Bündchen so gemacht, wie es gesagt wurde, habe ganz normal abgekettet, habe auch ganz normal mit einem, in dem Fall German Twist, glaube ich, angeschlagen. Das Bündchen, wie gesagt, so gemacht, wie es gestanden ist. Ein bisschen länger, glaube ich, habe ich bei mir das Bündchen gestrickt. Und ein paar Reihen noch unten angehängt, also glatt rechts gestrickte Reihen. Das ist aber auch im Pullover, also in der Anleitung praktisch gestanden, wenn man es länger möchte. Soll man einfach ein paar Reihen noch zusätzlich stricken, das habe ich gemacht, damit er einfach lang genug ist. Hat jetzt eine gute Länge. Was noch sehr spannend ist, dass über das Mittelpanel, das sieht man hier eigentlich ganz gut, über das Mittelpanel bei den Schultern, also eigentlich bei den Armen, Entschuldigung, ist das eigentlich nur blau und da habe ich den gelben Faden komplett eingewoben. Ich glaube, alle 3 bis 4 Maschen habe ich es eingewoben. Und versucht auch immer an einer anderen Stelle einzuweben. Ja, man sieht es auf der Vorderseite durchblitzen, finde ich. Ich drehe noch einmal um. Aber tatsächlich ist das keine störende Optik. Also lustigerweise ist mehr so ein Strukturmuster entstanden durch das Einweben bei den Ärmeln. Stört aber gar nicht, finde ich. Also da seht ihr das. Und wenn ich jetzt ein bisschen anziehe, sieht man das Gelb. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, sieht man das Gelb durchblitzen. Aber das, finde ich, stört eigentlich nicht. Ich habe mit handgefärbter Wolle hier gearbeitet. Also das war Wolle vom Mondschaf. Das Mondschaf mit 2 Farben Monk, das ist das Dunkelblau auf der Basis Pegasus, auf der Base Pegasus. Und Gelb, die Farbe heißt Kill Bill auf der Base Andromeda. Ich habe auch noch was über. Wo habe ich es hingelegt? Too much on my couch. Hier. Ich hoffe, ihr seht das Glitzer. Zeugs in Andromeda. Also die Base Andromeda hat einfach Stellina drinnen, beziehungsweise hat einen Glitzeranteil drinnen. Ansonsten sind beides eigentlich Sockenwollen. Haben sich wunderbar verstrickt, also Merino und Polyester, also Polyamid. Haben sich wunderbar verstrickt, schauen super großartig miteinander aus. Ich habe die dunkelblaue Wolle, also Monk, das ist eben das, was mir übergeblieben ist, von 3 Strängen und das ist mir übergeblieben von einem Strang. Ziemlich genau 50 Gramm habe ich verstrickt von Gelb und ich glaube, dass ich mit dem sogar in die Ärmel gekommen wäre. Also ich glaube, es wäre sich ausgegangen. Ich glaube, das sind ungefähr 60 Gramm. Die genauen Mengenangaben findet ihr zu meinen Projekten auf www.revelry.com. Dort heiße ich Trochilita. Ich lege meine Projekte eigentlich hauptsächlich für mich sehr genau und detailliert an, damit ich auch sehe, wie viel Wolle habe ich tatsächlich verstrickt. Und dort könnt ihr auch, wenn es euch nochmal interessiert, wie viel Wolle ich verbraucht habe, nachschauen. Wenn ich was verändere, schreibe ich es normalerweise dort auch dazu und dort könnt ihr dann die ganzen Informationen finden. Mein Kater, super unruhend, Leloki. Das ist der einzige Vorteil vom heute zum dritten Mal aufnehmen. Ihr habt Kater-Action, beim letzten Mal war er nämlich faul und hat geschlafen. So. Die Wolle hat sich super großartig verstrickt. Ich stricke momentan tatsächlich fast nur Colorwork, also nur mehrfärbige Sachen. Und es ist ein Unterschied, ob ich mit 100% Wolle stricke oder ob ich mit Superwash stricke. Die Wolle hat sich super schön angefühlt beim Stricken, hat super schön funktioniert und ich finde, macht ein großartiges Maschenbild. Trägt sich wahnsinnig angenehm auf der Haut, also wenn ich nur einen Top anhabe, das trägt sich einfach nur traumhaft. Also ich bin wirklich glücklich mit diesem Projekt. Ich finde, es ist super schön geworden und ich habe mich irrsinnig gefreut, dass ich beim Wollfest so oft angesprochen wurde und dass dann die Leute gekommen sind, ah, jetzt sehe ich ihn live. Das war total lieb und es ist echt schön, wie wenn das so gewertschätzt wird, wie viel Arbeit das ist und das ist einfach toll. Also er ist nicht nur ein Angeberpullover, sondern er ist auch wirklich toll zum Tragen. Aber ich habe mich irrsinnig gefreut, wenn ihr auf mich zugekommen seid und euch auch den Pullover angeschaut habt. Ja. Zum Stricken, wie gesagt, eigentlich ein Traum, nur definitiv nichts für Anfänger.
So, das war der X-Shell. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen dazu zu sagen. Wenn es noch Fragen gibt zum Projekt, können Sie mir die auch nochmal stellen. Entweder schreibt sie die in die Kommentare oder ihr schreibt sie auch direkt zum Projekt auf Reverie oder ihr geht in die Gruppe www.reverie.com, eben Sissi will Wolle, heißt die Gruppe, und dort schreibe ich auch immer ganz genau hin, welche Projekte ich hergezeigt habe, welche Wolle ich verwendet habe, und das sind die sogenannten Shownotes zur jeweiligen Folge, dort könnt ihr das auch noch finden. So, erstes fertiges Projekt. Wo gebe ich dich hin? Ich gebe dich dahin. Ich hoffe, ich vergesse heute nichts. Ich vergesse nämlich irgendwie jedes Mal was, obwohl ich Shownotes habe. Ich rede zu viel. Na egal. Geht schon irgendwie. So, Projekt Nummer 2. Kann ich euch nicht live zeigen, blende ich euch ein. Zuerst blende ich euch das Design ein, also das Bild vom Design. Und zwar ist das der Bilateral von Woolly Warmhead. Also eine Haube habe ich gestrickt. Oder eine Mütze. In Österreich sagt man Haube. Ich habe eine Haube gestrickt und zwar für meinen lieben Mann zu seinem Geburtstag. Und nachdem er mit dieser Haube dann nach Schottland geflogen ist, hat er sie mitgenommen und ich kann sie euch jetzt nicht live zeigen. Vielleicht zeige ich euch das nächste Mal live, aber auf jeden Fall, so schaut das Design aus. Gestrickt habe ich mit der, da sind jetzt Katzenhaare drauf, mit der restlichen Wolle und mit der gleichen Wolle, mit der ich auch seine Handschuhe gemacht habe. In dem Fall ist das die Ashford Mackenzie in Schwarz. Nicht einmal Sockenwolle, das ist 100% Wolle, dass ich euch jetzt keinen Blödsinn sag. Ashford, 4ply, 100% New Zealand Merino, ja, 100% Merino. So sieht das aus. Schwarz, 801 ist die Nummer, für wen das interessiert. Und kombiniert habe ich das Ganze mit dem Grün von, oje, da muss ich mal schauen, das ist so ein langer Name. Koigu Painters Palette Premium Merino, auch 100% Merino, ein bisschen anders verzwirnt, ein bisschen stärker verzwirnt, würde ich sagen. Und das hat ein wunderschönes Maschenbild ergeben. Ich habe beide Wollen doppelt genommen, weil die Anleitung ist für DK Double Knit, also für doppelt so stark wie Fingering bzw. Sockenwolle. Und deswegen habe ich sie einfach doppelt genommen und das hat sehr, sehr gut funktioniert, die Wolle, also die Haube ist sehr fest geworden. Das Tolle an Woolly Warmhead ist, oder das Besondere ist, dass sie mit Short Rows arbeitet. Und das heißt, die Haube wurde nicht in der Runde gestrickt, sondern wurde praktisch in der Mitte angefangen mit einem, ich glaube, türkischer Anschlag heißt das auch. Das war für mich was Neues, also von der Technik her. Ist eigentlich nicht so schwierig, aber ein bisschen fitzelig. Also ich habe, glaube ich, dreimal ein YouTube-Video angeschaut, um das hinzukriegen. Es ist aber, eigentlich ist es nicht schwer. Man fängt von der Mitte an, strickt dann erst auf die eine Seite, hat die Maschen noch, also die andere Hälfte der Maschen praktisch noch auf der Nadel, auf einer zusätzlichen Nadel liegen. Das heißt, da hat man immer entweder nur ein Kabel drinnen oder eben eine zusätzliche Nadel. Ich habe tatsächlich eine zweite Nadel drinnen gehabt. Strickt die eine Seite fertig, dann strickt man die andere Seite fertig und dann muss man es nur hier mit dem Kitchener Stitch zusammen craften, nähen. Das war eigentlich die ganze Hexerei. Das Schwierige dran, oder das Ungewöhnliche daran ist eigentlich, wie man die Strickschrift liest, weil es eben aussieht, als hätte der Drucker gesponnen. Ich habe jetzt leider das Blatt nicht da, um es euch zu zeigen. Die Reihen sind nämlich eben, du strickst in die eine Richtung, strickst in die andere Richtung, strickst in die eine Richtung, strickst in die andere Richtung, es sind so Pfeile angegeben. Und wenn du Short Rows, verkürzte Reihen strickst, sind dann die Reihen kurz und dann sind sie plötzlich wieder lang und dann sind sie wieder kurz. Das ist eigentlich nur ungewöhnlich, tatsächlich strickt man nur rechte Maschen. Man strickt rechts in die eine Richtung, rechts in die andere Richtung, rechts in die eine Richtung und so weiter und hat dann einfach die Doppelmaschen, um die verkürzten Maschen zu machen, um die verkürzten Reihen zu machen. Einlesen. Ich finde den Bilateral Head, also prinzipiell zum Starten für eine Woolly Warmhead Haube, eigentlich super großartig zum Vernähen waren. Ich zeige euch dann noch eben ein fertiges Bild. Ich glaube 16 Fäden insgesamt, also ich habe doppelt so viel, weil ich es halt doppelt genommen habe, aber prinzipiell ist jetzt nicht so viel. Einfach nur für jede Blattreihe, und ich glaube es sind 5 oder so, da muss man jeweils vorne und hinten die Fäden vernähen. Finde ich nicht so tragisch und macht ein echt cooles und anderes Bild einfach mal. Was sehr wichtig ist, dass man eine Maschenprobe macht. Ich habe gleich einmal natürlich mit den falschen Nadeln angefangen. Natürlich habe auch ich hier wieder einmal zweimal gestrickt. Habe mit den falschen Nadeln angefangen, nämlich mit 4 mm Nadeln. Wartet, dass ich euch jetzt keinen Blödsinn sage. Und bin dann runtergegangen auf 3,5. Genau, ich habe zuerst mit 4 mm Nadeln, das war dann einfach zu groß. Also ich habe schon die größte Größe gestrickt, weil mein Mann einen ziemlich großen Kopf hat.
mit 3,5 Nadeln, das war auch so angegeben, dass man einfach nur die Nadelstärke ändern muss, wenn man eine andere Größe stricken will. Finde ich eine gute Einsteigerhaube für mal ein anderes Design bzw. einfach eine andere Konstruktion. Das finde ich cool. Das macht mir Spaß. Sonst war es, wie gesagt, nicht schwer und ging auch ganz gut nebenbei quatschen. Also war ganz okay. Das sind meine zwei fertigen Projekte. Und jetzt komme ich gleich, entschuldigt nur ganz kurz, ich muss nur schauen, ja, dass mir nicht meine Batterie flöten geht. Ich sehe es nämlich leider nicht, das tut mir jetzt nicht leid, wenn ich heute ein bisschen unkoordiniert bin. Komme ich jetzt gleich zu den Projekten, die ich gerade auf den Nadeln habe. So, ich habe unendlich viel auf den Nadeln, weil es sind noch zwei Projekte dazu gekommen. Zuerst einmal zu dem, was ihr schon gesehen habt, nämlich die Handschuhe für meine liebe Schwägerin. Die sind jetzt fast ganz fertig, die schauen momentan so aus. Das ist ein Design von Skein Dir Knits. Die heißen Marit und sind gestrickt in der Ferner Vielseitige, in Weiß und Blau. Haben nur Namen, nur Nummern die Farben. Und ich, bei beiden fehlt der Daumen. Mir ist beim zweiten Handschuh ungefähr hier die Wolle ausgegangen. Ja, großartig. Also habe ich das gemacht, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, die Wolle aus dem Projekt geholt, wo noch die Wolle war, weil ich hatte keine von der Farbe mehr, also blau ist mir ausgegangen. Und habe sie mir aus meiner kleinen Schafweste geholt. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich die Ärmel abgeschnitten, die ja, wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, zu lang und zu schmal waren. Irgendwo, na wo seid ihr denn? Ah da! Schaut so lustig aus. Das ist noch über. Also ich habe einfach abgeschnitten, vorher die Nadeln hineingegeben, damit ich praktisch die Maschen nicht komplett lose habe. Und dann habe ich die Ärmel abgeschnitten, abgetrennt und wieder verstrickt. Wie ihr sehen könnt, habe ich tatsächlich echt urwenig Wolle noch gebraucht für den restlichen Handschuh. Ich glaube sogar, dass ich mit dem durch beide Daumen komme. Das heißt, das habe ich dann noch über komplett. Was ich mit der Weste mache, weiß ich noch nicht. Ich würde gerne bis nächste Woche auch diese Weste ganz, ganz fertig bekommen zu Thema keine losen Enden mehr. Da sage ich gleich was dazu. Das Design, habe ich schon gesagt, hat sich eigentlich super schön gestrickt. Skein Dir hat eigentlich sehr schöne Anleitungen. Ich bin jetzt mal medium glücklich mit dem Ergebnis. Ganz ehrlich, die muss ich fertig machen und blocken. Und dann sehe ich erst, ob sie gut geworden sind. Ich finde sie unten ein bisschen eng. Wenn ich sie nochmal stricken würde, würde ich unten wahrscheinlich kein Colorwork-Muster machen, sondern ein normales Rippchenmuster. Aber im Großen und Ganzen, ja, waren sie sehr schnell gestrickt. Wie gesagt, es fehlt jetzt nur noch der Daumen, weil ich gerade andere Projekte fortgezogen habe und das noch nicht fertig gemacht habe. Das wird ein Weihnachtsgeschenk, das wird hundertprozentig fertig. Vielleicht auch bis nächste Woche keine losen Enden mehr, weil das muss doch gehen. Ich fange irgendwie zu viel Projekte gerade an. Alles Weihnachtsgeschenke oder so. Tja, kennt ihr vielleicht das Problem? Da seid ihr vielleicht auf meiner Seite. Colorwork. Sonst gibt es dazu jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen. Das nächste Projekt ist auch ein Colorwork-Projekt. Und zwar der Schal, sage ich immer. Das Tuch für meine liebe Mama. Mama, wenn du schaust, musst du jetzt wegschauen. Weil du weißt nicht, dass du es bekommst. Ich hoffe, dass meine Mama nicht zuschaut. Das Tuch für meine liebe Mutter zu Weihnachten. Und ich bin schon also das letzte Mal, wie ich es euch gezeigt habe, war ich hier beim Panda-Bär. Und nein, 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 Loki, lass meine Wolle, Entschuldigung, nein, 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 nein. Hör auf, nein, nein, lass das. So brav warst du die ganze Zeit, das gibt's ja nicht. Leg dich hin, nein, hör auf, leg dich her da. Lass das! Nicht zum Spielen! Entschuldigt, der Kater liegt da hinten und ist brav. Und da steht auch jetzt eine Leihgabe gerade, nämlich mein Spinnrad. Und jetzt hat er gerade beschlossen, er will mit der Wolle, die am Spinnrad, also mit dem Vlies, das am Spinnrad liegt, hängt, spielen und fressen. Oh, kriegt nicht genug Aufmerksamkeit. Wenn du Liebe willst, komm hierher, aber lass meine Sachen in Ruhe. So, entschuldigt. Also, das Tuch, was ich gerade stricke, das letzte Mal war ich hier. Das Design heißt
Martime von Vanessa Ewing und ist eben, wie ihr sehen könnt, ein Colorwork-Tuch. Nachdem das ein Tuch ist und kein Pullover, strickt man das eben nicht in der Runde. Ich muss nur aufpassen, dass mir da keine Maschen runterfliegen. Halleluja. Strickt man das nicht in der Runde, sondern flach. Und das war mir mehr oder weniger klar, stand aber nicht explizit in der Anleitung. Und was ich jetzt ist eine Herausforderung gewesen, das erste Mal zu machen. Ihr seht auf der Rückseite meine Spannfäden und ich muss wirklich sagen, nachdem ich jetzt mit dem Pullover und, also mit der Weste und dem Pullover und den Socken, ich stricke jetzt gerade sehr viel Colorwork, recht viel Erfahrung habe mit den Spannfäden und recht viel Übung, ist es für mich leicht, dass die Spannfäden, so rum gezeigt noch einmal, locker genug sind, dass ich das Tuch nachher auch schön spannen kann. Dass ich das Colorwork, also die Colorwork-Teile nicht zu sehr hineinziehen. Ich stricke den Colorwork-Teil mit kleineren Nadeln, weil ich relativ locker beim Colorwork stricke und den glatt rechts stellen mit größeren Nadeln. In der Anleitung ist es umgekehrt, genau. Nur also weil die meisten den Colorwork-Teil eher fester stricken. Ich stricke ihn relativ locker und nachdem ich das aber weiß, bin ich eine Viertelnummer runtergegangen. Also ich stricke den Colorwork-Teil mit 3,75er Nadeln und den glatt rechts mit 4 mm Nadeln. Und ich muss sagen, ich würde das Tuch wahrscheinlich, also ich stricke hier mit Fingering-Wolle, ich bin mir nicht sicher, ob ich es nochmal mit 4 mm stricken würde. Es wird sehr durchscheinend, aber für ein Tuch finde ich das in Ordnung. Für einen Pullover wäre es mir definitiv zu durchsichtig, zu durchlässig. Das ist prinzipiell nicht so schwer zu stricken vom Colorwork-Teil. Einmal, das ist irgendwie unnötig gewesen, bei einer Reihe ganz unten, es sind einmal drei Farben in einer Reihe für immer so eine Masche. Ja, was ich ein bisschen bekrittle an der Anleitung ist, dass das nicht explizit einfach in der Beschreibung drinnen steht. Also dass in der Beschreibung nicht drinnen steht, noch einmal, auch wenn es meiner Meinung nach eh offensichtlich ist, dass das Colorwork in der flach gestrickt ist, weil es könnte rein theoretisch ja auch irgendwie ein Hebemaschenmuster oder so sein. Das ist das Einzige, was ich sozusagen ein bisschen bekrittel. Ja, und einmal das, was ich nicht verstanden habe im Design, das habe ich auch ehrlich gesagt geändert. Hier im Colorwork-Teil ist zwischen dem einen Colorwork und dem anderen Colorwork, also ist eine Reihe glatt in einer Farbe nur in einer Farbe gestrickt. Das würde aber bedeuten, dass ich den Faden abschneiden muss, also den zweiten Faden abschneiden muss, weshalb ich sozusagen eine Hin- und eine Retourreihe gestrickt habe. Und damit hat sich sein Muster ein bisschen verschoben, das habe ich aber selber einfach gecheckt. Wenn ich das blocken werde, und ich werde es blocken, also spannen werde, werde ich es hauptsächlich nicht in die Breite spannen, sondern sozusagen in die Tiefe. Dann kommt auch, finde ich, das Colorwork wirklich wunderschön heraus. Das schaut dann super großartig aus. Also auf das freue ich mich schon, wenn es fertig ist. Jetzt fehlt nur noch der Schluss. Nur noch der Schluss mit der letzten Farbe. Mit der Kontrastfarbe. Das sind übrigens die drei Farben. Und es wird ziemlich viel, genau, glaube ich, so viel überbleiben, dass ich noch ein zweites Tuch stricken könnte mit den gleichen Farben. Was ich vielleicht sogar machen werde, ausnahmsweise, nachdem das für meine Mutter wird, werde ich vielleicht für mich in den gleichen Farben nochmal eins stricken. Das sind die Farben Mr. B. Yarns von Bird Street UK. Die Wolle habe ich gekauft in Yarningham diesen Sommer. Ich bin unendlich glücklich und die Farben von oben nach unten sind Stella Bella, also von hell zu dunkel sozusagen, Stella Bella, Tannery und Pebbles on a Beach. Und die Wolle ist so wunderschön und ich habe sie damals schon für ein geschlossenes Projekt sozusagen gekauft. In dieser Kombination mit dem Wissen, ich möchte ein Tuch stricken, auch mit dem Wissen, ich möchte ein Tuch für meine Mutter stricken und habe dann dieses Design auf Ravelry gefunden. Einfach nur unendlich glücklich. Jetzt fehlt nur noch sozusagen die Bordüre in der dunklen Farbe. Ich weiß nicht, ich glaube so 20 Reihen oder so. Langweiliges unter Anführungszeichen glatt rechts stricken. Also so gesehen ist das ein super Projekt für auch zwischendurch, weil man hat den Colorwork-Teil, aber dazwischen immer sehr viel einfach nur glatt rechts mit den Zunahmen. Das ist so ein auf der Couch sitzen, in der Strickrunde sitzen, nebenbei stricken. Wenn es nicht gerade der Colorwork-Teil ist, ist es überhaupt keine Sache. Ich habe letztens sogar eine Strickrunde mitgehabt und den Colorwork gestrickt. Ich habe, glaube ich, zwei Reihen gestrickt. Also das war dann nicht sehr produktiv. Ja, ich habe auf Instagram
gezeigt, wie ich die Fadenhaltung dort mache. Auf Instagram findet ihr mich übrigens als unterstrich trochiliter unterstrich. Und wie ich die Fadenhaltung für Colorwork, für flachgestricktes Colorwork mache. Und das Video, glaube ich, habe ich sogar in meinen Highlights drinnen. Könnt ihr auch nochmal reinschauen, wenn ihr wollt. Bisschen erklärt. So, das war das Projekt auf den Nadeln. Was habe ich noch auf den Nadeln? Genau, bereits im Essen angefangen habe ich Socken. Die waren aber sowas von nicht spannend, weil ich da noch gar nichts gestrickt hatte. Also außer dem Bündchen, und das Bündchen brauche ich euch nicht zeigen, weil das kann nichts. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen weiter und jetzt sieht man auch die Wolle total schön. Deswegen zeige ich euch heute die Socken auch. Die habe ich nämlich jetzt am Wochenende ein bisschen weiter gestrickt bei einer Konferenz. Und die sind so süß. Sie sind so süß und so hübsch. Es ist einfach so süß. Oder die Wolle ist ein Traum. Ich bin total verliebt. Also das ist einfach so lieb. Das Projekt ist großartig. Was stricke ich hier? Ich stricke hier Socken. Und zwar, das Design heißt Heel Toe Dozy Doe von der Crazy Sock Lady. Das hat vorne so ein Zickzackmuster, wenn ihr wollt. Hinten am Fuß strickt sich das ganz glatt. Und wie ihr schon sehen könnt, stricke ich hier mit selbststreifender Wolle. Und die Wolle ist einfach nur urgroßartig genial. Ich habe tatsächlich ein Muster gesucht und das war die liebe, fällt mir gerade den Namen nicht ein, von Corner of Craft, ja, Chromatic Yarns, die Färberin, hat das einmal gezeigt auf Instagram, das Muster, und ich habe gedacht, perfekt für selbststreifende Wolle, urgroßartig. Und habe mir die Anleitung dann gleich gecheckt. Ihr seht, da kommen noch coole Streifen, da kommen noch violette Streifen. Ich bin schon urgespannt. Ich bin noch gar nicht durch einen ganzen Mustersatz durch. Das ist die Wolle von London House Yarns. Das war ein Sockenset, das heißt, da ist ein Mini dabei gewesen in dem Grau, also in demselben Grau. Damit habe ich auch das Bündchen gestrickt. Und damit werde ich auch die Zehen stricken. Bei der Ferse weiß ich noch nicht. Vielleicht die Ferse auch, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht überlegt. Und auf jeden Fall, das ist die Wolle, selbststreifende Wolle London House, und die Farbe heißt Bobbles. Habe ich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich bin halt glücklich, die ist so hübsch. Ich verstricke ganz viel von meiner Stash-Wolle. So, wieder in das Nadelgroße hinein. Ganz wichtig. Das habe ich auch zum Geburtstag, glaube ich, bekommen. Nadelgroße, mein Freund. Weil dann kann ich nicht die ganze Zeit meine Nadeln verlieren. Nadelkosi und Project Bag, beides von der lieben Ballet. Habe ich irrsinnig gern, weil mit der bin ich in Essen rumgelaufen. Die kann ich super ans Handgelenk geben und stricken. Die mag ich einfach total gern. Das waren die Socken. Sonst eigentlich nicht so viel zu sagen, außer dass sie extrem viel Spaß machen für so ein Nebenbei- und Zwischendurch-Projekt und vor allem zum Mitnehmen. Das Muster ist so einfach. Ich habe mir das wirklich zwei, dreimal angeschaut und ab der vierten Reihe habe ich es auswendig gekonnt. Also das ist keine große Hexerei. Das ist sehr angenehm, weil dann kann man auch sehr gut bei der Konferenz stricken. So, ein Projekt ist jetzt noch dabei. Habe ich jetzt nichts vergessen? Doch, ich habe noch was vergessen. Wo bist du? Where are you? Ah, da. Nicht in der Projekttasche. Die habe ich letztes Mal schon gezeigt, aber da habe ich gesagt, dass ich sie nochmal auflösen werde, also auftrennen werde, weil ich sie zu groß gestrickt habe, weil sie zu groß geworden sind. Und ich bin noch einmal eine Nadel, eigentlich zwei Nadelstärken runtergegangen. Das sind die Underwing Mits von der Erika Häuser. Eigentlich ein ganz bekanntes Design. Auch wieder Colorwork Mittens. Und ich bin jetzt schon ziemlich weit bei einem Handschuh. Ich finde, er schaut immer noch recht groß aus. Aber man darf nicht vergessen, dass es Colorwork ist und da eigentlich kein Spielraum mehr dazu kommt. Wenn ich sie jetzt anziehen würde, wobei anziehen, jo. Sie sind gut auf der Hand. Da kommt jetzt gerade der schaut total cool aus, der Daumenspickel heraus. Ich hoffe, ihr seht das. Es tut mir irrsinnig leid, wenn das nicht gescheit fokussiert. Beim nächsten Mal sieht es wieder besser, versprochen. Es ist schon ein bisschen locker, aber es ist jetzt nicht unendlich locker. Ich stricke mit 2 mm Nadeln. Oh mein Gott, diese Teile sind Mörder. Also die sind urspitz. Sind super zum Stricken, aber sind urspitz. Tendenziell wäre mir fast, glaube ich, sogar Holznadeln fürs Colorwork, mag ich Holznadeln teilweise lieber. Auch für die Wolle, glaube ich, wäre es mir lieber, weil sie sich dann nicht so leicht spaltet. Aber 2 mm Nadeln,
Na gut, ich tue beim Colorwork nicht so feststricken, das wäre nicht so tragisch. Aber da wollte ich definitiv nicht mit dem Nadelspiel arbeiten. Das, nein, nachdem mir letztes Mal schon wieder die Nadeln abgebrochen sind. Ja, beim Bündchen. Nein, habe ich dann beschlossen, ich ärgere mich nicht. Ich checke mir ordentliche Nadeln beim Wollfest, in dem Fall Jagu, und stricke mit denen. Die Wolle, mit der ich stricke, ist einfach nur ein Wahnsinn. Die ist also 100% Wolle und ist aber, ich finde die urweich. Also so finde ich die fast kratzig, aber im Verstrickten finde ich die total cool und angenehm auf der Hand, lustigerweise. Und ich bin ja so empfindlich. Die Wolle ist von Mominoki Yarn Finwool. Ich blende euch den Namen noch immer richtig ein. In den Farben Dark Navy und Dusty Rose. Also dieses Helle ist kein Weiß, sondern ist eigentlich so ins Rosé gehende. Bisschen schlammig. Total schön. Ich finde die Farbe großartig. Dusty Rose. Und habe ich auch in Leipzig gekauft im April und auch für eigentlich genau für dieses Projekt gekauft. Verstrickt sich großartig. Und ist ein Wahnsinn auf 2 mm Nadel. Also das Maschenbild ist, finde ich, wunderschön. Ich zeige es euch noch einmal. Und das schaut super cool aus. Und das wird auch, glaube ich, nochmal wirklich schön, wenn es dann gewaschen ist und dann aufgeht. Ich glaube, die werden urfluffig und weich und großartig und yeah. Das ist auch für meine Mutter. Momentan stricke ich gerade für meine Mama ziemlich viel. Ich stricke gerade mehr für andere Leute als für mich. Für mich stricke ich gerade gar nichts. Nicht wirklich. Die Socken. So, nächstes Projekt. Falls meine liebe Schwester zuschauen sollte, musst du jetzt wegschauen. Ich sag dir, wenn du wieder zuschauen darfst. Jetzt wegschauen. So. Das Projekt habe ich jetzt noch auf die Garen angefangen. Ich habe es auf Instagram gepostet und gefragt, ob ihr erraten könnt, was es wird oder was es ist. Es wird eine Babydecke. Und ich bin urhappy mit der Farbe und dem Muster und ich finde es einfach nur cool. Zuerst zum Muster. Ich habe tatsächlich meine Wolle eingegeben auf Ravelry und anhand meiner Wolle ein Projekt gesucht und eine Babydecke gesucht, wo mir das Muster gefällt, dass es nicht zu langweilig ist, weil ich hasse Babydecken stricken. Ich hasse es, weil es ist einfach urlangweilig. Immer das Gleiche, auf ewig lang. So, ja, natürlich für meine Schwestern liebe ich es, sowas zu machen. Das Design heißt, und das ist jetzt gar nicht so leicht auszusprechen, Lure Baby Blanket von Ned Redwolf. Und funktioniert eigentlich mit Hebemaschen, um wieder zu den Hebemaschen zu kommen. Strickt sich ganz flott, muss dann auf jeden Fall gewaschen und gespannt werden. Und ich hoffe, dass sie nicht zu klein ist. Ich habe gerade Angst, dass sie zu klein ist und dass mir die Wolle zu wenig wird. Also ich habe hier jetzt genau, ich bin jetzt genau am Ende vom ersten Strang. Ich stricke mit Malaprigorios, die hier so ausschaut im Knäuel. In der Farbe Indigita. Und eigentlich ist das Design mit 4 Strängen zu stricken und ich habe aber nur 3, weil ich damals beim sozusagen Lagerabverkauf mir mit jemandem anderen praktisch die 6 verbleibenden Stränge geteilt habe. Mit 3 Strängen kann man ein super schönes Tuch machen. Für eine Babydecke ist es vielleicht ein bisschen knapp. Ich hoffe, es geht sich trotzdem aus, dass die Decke nicht gar zu klein wird. Also sie sollte ungefähr 75 cm, also jetzt habe ich ungefähr 25 und ich messen wir es nochmal zum 5. Mal. Ja, wenn es dann geblockt ist, hat es ungefähr 25. Das heißt, ich sollte auf ungefähr 75 cm kommen. Mach keinen Blödsinn. Kater, lass das. Danke. Du kannst dich zu uns setzen. Alle freuen sich, wenn du da bist. Mir wurde auch schon gesagt, dass nur deinetwegen eingeschalten wird. Ja, ja, da komm, setz dich her. Ich mach Platz für dich. Was sagst du dazu? Ist dir wurscht? Mein Licht, wurscht. Egal, Babydecke. Erster Strang verstrickt, 2 Stränge kommen noch. Ich war jetzt relativ flott, weil das ja nicht so viel, also nicht so viel Maschen sind und auch nicht so lang, die Wolle. Also nicht so viel Laufmeter. Ja, das ist das Projekt, was ich noch auf den Nadeln habe. Und ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich auf den Nadeln habe. Ja, damit komme ich dann auch schon zum Wollfest und zu den ganzen Extra-Sachen. Erste Extra-Sache, bevor ich es wieder vergesse, es gibt noch die Möglichkeit, sich anzumelden zum Zurück zu den Nadeln-Workshop am 6. Dezember in der Lille-Boutique. Für jene von euch, die vielleicht jemanden haben, der oder die gerne wieder zum Stricken anfangen möchte und schon länger nicht mehr gestrickt hat,
gibt es die Möglichkeit, dies gerne mit mir gemeinsam und der Mirja von Mirjas Woolplay zu tun, am 6. Dezember, am Freitag in der Lille Boutique. Anmeldung entweder unter sissiwillwolle@gmail.com oder direkt in der Lille Boutique, beziehungsweise es gibt auch eine Facebook-Seite, dort findet ihr mich auch als sissiwillwolle und dort gibt es eine Veranstaltung und dort gibt es ein Google-Formular, über das kann man sich auch anmelden. Wenn es da Fragen gibt, bitte einfach fragen. Zum Thema Fragen, jetzt kann ich wieder nicht aufstehen. Du bist unmöglich. Er lenkt mich ab. Zum Thema Fragen stellen. Nächste Woche habe ich ja mein einjähriges Jubiläum hier auf YouTube und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Ich werde auch die letzten Preise für den Make-Along, für das gemeinsame Stricken von keine losen Enden mehr verlosen. Katzenhaare. Konfettihaare. Oh mein Gott, überall Katzenhaare. Werde auch die letzten Preise für den keine losen Enden mehr Make-Along verlosen. Den Hauptpreis habe ich jetzt schon verlost, damit er rechtzeitig hoffentlich nächste Woche ankommt und das habe ich auch in die Gruppe geschrieben, werdet ihr auch dort noch einmal erfahren und der zweite Preis, und es wird wahrscheinlich sogar noch einen dritten Preis geben, das sage ich gleich später noch einmal, der zweite Preis ist ein Sponsoring von der lieben Steff von Helioramas Handspun ist es, sie hat sogar ein Schild gemacht, die Farbe ist urgenial, das heißt, es ist handgesponnene Wolle. Indian Summer heißt die Farbe, das ist ein Lesgarn in dem Fall, 607 Meter und ist Chevio, Bananenfaser und Tencel, also was wirklich ganz Besonderes und Spezielles. Urtoll, urgroßartig, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich irrsinnig, dass ich euch schenken darf, also die ist einfach nur traumhaft schön, so cool. Handgesponnenes ist überhaupt etwas Besonderes. Das ist noch ein Preis und es wird noch einen Preis geben, habe ich jetzt beschlossen. Keine losen Enden mehr. Zuerst zu dem. Bedeutet, Dinge fertig bekommen. Es ist mein Jahrestag. Ich habe gesagt, du sollst mir bitte Fragen stellen. Das habe ich jetzt nicht fertig ausgeführt, damit der Kater abgelenkt hat. Also, zuerst zum Make-Along. Es geht darum, Sachen fertig zu machen. Es geht darum, Projekte endlich fertig zu bekommen. Es geht darum, in Tüchern und Hauben und Handschuhen und Socken, die man schon ein Jahr fertig rumliegen hat, endlich die letzten Fäden zu vernähen. Keine losen Enden mehr zu haben. Und das habe ich mir fest vorgenommen. Ihr seht, ich habe noch ein paar Projekte, abgesehen von den frisch angefangenen, die schon über ein Jahr herumliegen, die noch immer nicht hundertprozentig fertig sind. Und das möchte ich jetzt endlich fertig bekommen. Ihr habt gesagt, ihr macht's mit und es sind schon über 140 Projekte gepostet worden in der Ravelry-Gruppe. Ich bin schwer begeistert mit einem vorher noch nicht fertigen Foto und einem, da sind die Fäden abgeschnitten und vernäht, fertigen Foto. Einfach nur toll. Ich habe aus 140 Projekten losen dürfen. Ich habe die Gewinnerin auch schon kontaktiert. Ich werde sie auch nochmal einblenden. Und ich bin jetzt ganz schlecht vorbereitet, weil ich habe ihren Namen nicht rausgeschrieben. Aber wir haben schon geschrieben und ich freue mich irrsinnig, dass du den Adventkalender bekommst. Ich zeige ihn jetzt nicht her, aber er ist schon fertig und er wird weggeschickt. Und ich hoffe sehr, dass er rechtzeitig vor Adventsbeginn bei dir ist. Deswegen habe ich einfach schon letzte Woche gelost. Ich lose aber nächste Woche auf jeden Fall nochmal. Zwei Preise. Der eine Preis wird das Handspun sein von Helioramas und der zweite Preis wird etwas sein, was ich auf dem Wiener Wollfest besorgt habe. Und damit komme ich auch schon zum Wiener Wollfest. Fragen. Nachher. Mein Hirn. So, Wiener Wollfest. Ich habe Wolle gekauft. Ich habe nicht zu viel Wolle gekauft, aber ich habe Wolle gekauft. Die erste Person, bei der ich eingefallen bin, war die liebe Sabrina von Das Mondschaf. Ganz klar, ich musste ihr den X-Shell zeigen. Und ich hatte eine persönliche Agenda. Ich wollte Wolle, natürlich wollte ich Wolle, aber ich wollte eine ganz bestimmte Wolle, nämlich diese hier. Die sich dann nennt Fuchur auf Andromeda. Glitzerdrachenwolle. Ich wollte Glitzerdrachenwolle. Und ich werde aus dieser Wolle Norbertsocken stricken. Wer die Referenz nicht kriegt, hat zu wenig Harry Potter gelesen. Also, diese Farbe, wie gesagt, auf der Base Andromeda musste mitkommen und ich habe noch eine zweite mitgenommen. Einfach weil sie nicht nur wunderschön ist, sondern weil sie einfach einen unendlich coolen Namen hat, nämlich Schrödingers Katze. Also, Schrödingers Katze und Fuchur, beide auf der Glitzer Base Andromeda und wunderschön. Ich bin irre happy. Was ich total cool gefunden habe, also das Wiener Wollfest war irrsinnig großartig organisiert. Ich fand, es war wirklich viel Platz.
Bei den meisten Ständen hast du wirklich super gut reingehen können, vorbeigehen können, durchgehen können. Du hast dazwischen gut genug Platz gehabt. Es waren irrsinnig tolle, auch wieder neue Handfärber da. Eine neue Handfärberin oder zwei zeige ich noch her. Von denen habe ich doch die Projekttasche. Und es waren wieder neue Leute, es waren auch Altbekannte. Das Mondschaf zum Beispiel, ich weiß gar nicht, war letztes Jahr auf jeden Fall nicht da. Die Zauberwiese war letztes Jahr nicht da, aber vor 2 Jahren war auch wieder vertreten. Das heißt, es waren Färberinnen aus Deutschland da, es waren natürlich Färberinnen aus Österreich da. Steffis Wolle war da mit ihrem super großartig tollen Stand. Und jetzt fange ich ja vielleicht eventuell möglicherweise zum Spinnen an, keine Ahnung. Falls mich da der Käfer beißt, ist die Steffi die erste, bei der ich mir Fasern kaufen würde, weil die einfach so toll Färbungen hat, also wirklich wunderschön, super großartig, und ich freue mich auch immer, wenn wir uns persönlich treffen und uns einfach nur bequatschen und umarmen können und wenn wir auch nur 2 Minuten zum Reden kommen, weil du immer so viel zu tun hast, bei dir ist immer so furchtbar viel los, verständlicherweise, freue mich immer irrsinnig. Das Mondschaf hatte übrigens auch einen irrsinnig großen Stand und das fand ich cool, der war sogar größer als in Leipzig. In Leipzig hat sie die Hälfte gehabt von der Fläche und Leipzig ist 3-mal so groß wie Wien gewesen. Also das war irgendwie auch ziemlich cool. Fiber Passion war da, da werde ich nächstes Jahr zuschlagen. Heuer bin ich an wirklich sehr vielen Ständen einfach vorbeigegangen. Weil, nein, also da, ich habe gewusst, ich möchte ein bisschen was kaufen. Unter anderem habe ich mir vorgenommen, ich nehme mir eine Pullovermenge von dickerer Wolle, also Tiquet-Wolle mit. Und da habe ich gleich neben Mondschaft zugeschlagen, nämlich bei Valentina Volante. Und habe mir diese wunderschönen Stränge hier gecheckt. 4 von der Farbe, die keinen Namen hat. Also so auf einem gräulich-bräunlichen Unterton mit fuchsia-violetten Einfärbungen, blauen Sprenkeln. Und das sind auch ein bisschen grüne Sprenkel darin. Warte, ich schaue, ob ich das sehe noch einmal. Ich hoffe, ihr seht das. Das schaut so cool aus. Und ich weiß noch nicht, was für ein Pullover-Projekt ich da mache. Ich habe mir noch dazu genommen einen Kontraststrang sozusagen. Also irgendwas vielleicht mit Colorwork-mäßig oder wurscht, vielleicht auch einfach so ein bisschen faded. Also der Comfort Fade Cardi würde zum Beispiel, finde ich, auch sehr schön in dem gehen. Halt ohne Fade. Also ich mache da nicht 5 Farben, sondern eben nur eine und eine dunkle zum Beispiel für den Kragen und die Ärmel, so irgendwie in die Richtung. Da ist auch eben dieses Grünliche drinnen und ein bisschen das Helle, was dann von dem aufgefangen wird. Sieht man das bei irgendeinem Strang ein bisschen stärker? Oh ja, da. Ich hoffe, ihr seht das gut. Schaut urtoll aus. 5 Stränge habe ich mir mitgenommen. Ich gehe davon aus, dass 5 Stränge reichen. Also 4 in der Hauptfarbe und eine in der Kontrastfarbe. Red nicht drüber. So, was habe ich mir noch mitgenommen? An dem konnte ich nicht vorbeigehen. Es ist urklein, es ist urwenig und es gab es auch in groß und es ist urschön. Mirias Woolplay, ich liebe ihre BFL-Seide und die Farbe ist so cool. Pfirsich, urschön. Oh, so, so toll. Ich habe einfach nur deshalb nicht arg zugeschlagen, weil ich ihre andere Wolle noch nicht verstrickt habe und ich kann nicht Mirias Wolle horten. Ich meine, können. Ich könnte schon, aber ja, der ist so süß und der ist so hübsch und der ist so toll und ich finde ihn großartig. Das habe ich auch noch gekauft. Bei der Zauberwiese habe ich mir tatsächlich, ich habe die Wolle nicht mal angeschaut. Ehrlich, ich habe, nein, das habe ich mir nicht angetan. Ich bin rein, habe mir ein Wollwaschmittel gekauft, das urgut riecht nach Jasmin. Total großartig. Und habe mir Stricknadeln gekauft. Also rein, das Notwendigste, wieder raus. Gar nicht schauen. Gar nicht, nein, nicht in Versuchung kommen. Dann, schon fast beim Rausgehen, und da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen, bin ich zum Stand von der Anrikla und von der Sandra Kraftstoff gekommen. Also die zwei lieben Kärntnerinnen haben gemeinsam, ups, machen wir das so, nein, machen wir das so, nein, komm, da ist ein Maschenmarkierer dran, der ist urherzig. Die zwei haben gemeinsam einen Stand gehabt und da habe ich, ehrlich, ich habe nicht zu genau geschaut, weil sonst hätte ich sicher noch mehr, also ich hätte ja mich deppert kaufen können. Ich habe es nur halb gemacht. Habe mir diese Projekttasche mitgenommen, die ich einfach cool fand. Falls es nicht fokussiert. A home without yarn is like a body without soul. Und die ist eigentlich so sehr schlicht und sehr einfach gehalten. Also innen, also es ist einfach eine mit Schlaufenzug genähte Tasche. Ups.
in so einem einfärbigen, ich kann das jetzt nicht sagen, Canvas-Stoff ist es kein Canvas, es ist ein dickerer Baumwollstoff und innen gefüttert mit einem total lieben, entzückenden, klassischen, ich weiß nicht, wie kann ich das beschreiben, Blümchenstoff einfach. Ich finde ihn super, super hübsch. Und ja, die habe ich einfach cool gefunden, die habe ich mir mitnehmen müssen. Und was ich mir auch mitgenommen habe von der Antigua, ist ein Sockenset. Und das ist wunderschön. Sockenset für Colorwork-Socken. Das sind, wie gesagt, zwei ganz junge Handfärberinnen aus Kärnten, die ich noch nie gesehen habe und von denen auch noch nichts gehört habe. Ich bin ganz froh, dass die da waren, dass man sie kennenlernen konnte. Sie haben auch noch keine Homepage, aber man kann auf jeden Fall bestellen, sonst einfach per E-Mail. Und ich habe mir gedacht, weil die echt so sympathisch waren und so nett und ich gerade eh so viel Wolle habe, gibt's das für euch. Diese Wolle samt der Anleitung habe ich eigentlich gekauft, um damit die Socken für meinen Mann zu stricken. Ich finde die Pilze total großartig. Und was mir irrsinnig gefällt, ist, dass dieses Set, dass sie hat es nämlich genauso verkauft, Jan, eben so gedacht ist, dass es eben eine Hauptfarbe gibt, eine Kontrastfarbe, die super schön miteinander harmonieren. Und für die Pilze gibt es noch zwei Mini-Minis, die waren auch dabei. Und das finde ich total cool. Ich meine, natürlich hat man vielleicht Restelwolle und hat die Farben irgendwie, aber für so ganz wenig Colorwork ist einfach, und das, ich mag das, also ich mag die Kombination, ich glaube das sind 20 Gramm und das sind glaube ich sogar nur 5 Gramm Stränge, steht das drauf? 10 Gramm jeweils, 20 Gramm in Pink, 10 Gramm in Rot und 10 Gramm in Weiß und die hat 100 Gramm auf 420 Meter, Superwash, Handwäsche natürlich empfohlen. Namen gibt es keinen, aber das ist die Wolle. Und ich habe mir gedacht, nachdem ihr so großartig mit mir mitstrickt und ich eh genug Wolle habe und ich hoffe euch oder jemandem von euch damit eine Freude machen zu können, gibt es das nächste Woche auch als einen Preis von mir für euch. Ich gebe das dann wieder ganz schön hinein in der Sackerl, Entschuldigung das Geraschel, samt der Anleitung und der Karte von der Anrikler mit der Beschreibung. Und da könnt ihr euch auch diese Handfärberin noch einmal anschauen. Also, zweimal Wolle, einmal ein Sockenset, einmal eine handgesponnene Wolle für euch. Nächste Woche noch, also bitte bis nächste Woche habt ihr noch die Möglichkeit, Projekte hochzuladen. Ich habe jetzt gesehen, die Elisabeth von Stein und Glas hat, glaube ich, jetzt noch 3 oder 4 ihrer fertigen Projekte hochgeladen. Yay, super, urcool, ich freue mich total. Ja. Dein Pullover ist fertig, urcool. Und ja, wie gesagt, das gibt es zu gewinnen. Was habe ich noch fertig gemacht? Was habe ich noch gekauft? Ich habe ja noch was gekauft. Ein bisschen Klumpert. Also Wolle habe ich gekauft, dann habe ich noch Klumpert gekauft. Damit ich es meinem Mann nicht dauernd sagen muss. Nur noch eine Reihe. Und das ist Stricky Micky. Die finde ich großartig. Die haben auch einen Online-Shop. Und die habe ich das erste Mal gesehen. Und da habe ich auch Zeug gekauft. Das habe ich euch schon gezeigt. In Wool & Coffee in Salzburg. Das passt ja sowas von wie die Faust aufs Auge. I did it my way als Etiketten. Das sind so Stoffetiketten, die man einnähen kann. Finde ich total super. Ich habe dann noch Buttons gekauft. Einen Button für meinen Mann. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich lese es euch auf jeden Fall vor, aber ich muss ihn trotzdem herzeigen. Jeder liebt ein Mädchen, das strickt. Ja, den muss er haben. Und dann... Stricke, denn du kannst sie nicht alle töten. Tja, ja. Dann habe ich noch einen Knopf gekauft, den werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch sehr schlecht sehen, einen kleinen Herzknopf für meinen April-Pullover, nachdem ich ja die Wolle von meinem Mann geschenkt bekommen habe. Er hat gesagt, kauf dir was Schönes in Frankreich und da habe ich mir La Bien Aimée Wolle gekauft für den April-Pullover und das war zum Valentinstag und deswegen habe ich ein Herz gecheckt. Urkitschig, urschlecht, aber macht ja nichts. Muss ja nichts, kann ja auch mal kitschig sein oder immer. Ist ja egal, stört ja niemanden. Habe ich was vergessen? Hundertprozentig. Ich vergiss immer irgendwas. Wenn ihr Fragen für mich habt, für meine Jubiläumsfolge, das sollte ich nicht vergessen, dann bitte seid doch so lieb, schreibt sie mir endlich entweder persönlich, so damit ich das richtig sage, entweder persönlich auf Reverie, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram eine Nachricht hinterlassen oder ihr schreibt es hier direkt unten in die Kommentare hinein. Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Fragen habe, die ich nächste Woche beantworten kann. Wenn keine Fragen zusammenkommen, beantworte ich keine Fragen, ist kein Problem. Ich habe auch in der Reverie-Gruppe einen eigenen Thread eröffnet, der eben heißt Fragen, die ihr schon immer hattet oder so
irgendwie und oder was ihr schon immer wissen wolltet. Ich beantworte absichtlich die Fragen dort nicht, also ich ignoriere euch nicht irgendwie, sondern ich beantworte sie absichtlich dort nicht, damit ich es für nächste Woche für die Folge habe. Einfach so eine kleine Sammlung. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkommt. Ansonsten habe ich sicher für nächste Woche mehr als genug zu herzeigen. Ich kündige schon leicht an, ich habe es auch schon gesagt. Vor dem Mid-Along, nach dem Mid-Along ist vor dem Mid-Along, Mid-Along, Make-Along. Und ich würde gerne im Dezember für bis, ich sage mal Februar zum Beispiel, damit wir wirklich mehr als genug Zeit haben und keinen Stress haben, weil jetzt kommen die ganzen Weihnachtsgeschenke und ich weiß, es ist stressig. Und das will ich nicht, auch für mich nicht, würde ich gern, nachdem ich das Tuch dann fertig habe, ein Melanie Berg Design anfangen, nachdem ich ja auch das wunderbare Buch zur Verfügung gestellt bekommen habe und ich noch nie was von ihr gestrickt habe und vielleicht wollt ihr mitstricken. Also ich habe schon gesehen, Hoodie ist dabei und Cherry Blossom wahrscheinlich auch, also wir sind schon zumindest zu dritt. Und vielleicht schließt sich ja noch jemand an. Ich hätte jetzt gesagt, offen einfach ein Melanie Berg Design, beziehungsweise ein Melanie Berg Tuch. Wenn ihr aus diesem Buch etwas stricken wollt, da sind eben diese super coolen Colorwork Designs drinnen. Ich habe mich schon ziemlich entschieden, dass es... Jetzt kommt es mir. Vielleicht in Mirjas Wolle. Wahrscheinlich wird es der hier. Spark of Grey. Das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich, vielleicht. Also wahrscheinlich dieses Design, der hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ich mache sicher ein Dreieckstuch, also Spark of Grey steht bei mir ganz oben oder Gentle Hug finde ich auch ganz großartig. Ja, Gentle Hug, der eine mit der, der hat, das habe ich hinten gesehen, welcher war das, den ich auch noch so cool gefunden habe. Ich habe sie letztes Mal gesagt, The Miller's Daughter. Genau. Nein, ich glaube, es wird, ich bin mir relativ sicher, es wird Spark of Grey. Also, ziemlich sicher. Ja. Mit wahrscheinlich vielleicht sogar Mirjas Wolle. Muss ich gucken. Oh, ja, habe ich endlich ein Projekt. Also, ja. Ich gehe durch meinen Stash und werde sicher, hundertprozentig fündig werden. Das kündige ich jetzt schon an für in Anfang Dezember. Also für praktisch, wenn der Advent beginnt, beginne ich wahrscheinlich mit dem Tuch und mit diesem Make-Along. Der wird aber über längere Zeit gehen. Das heißt, wenn ihr sagt, nein, ich kann jetzt im Dezember sicher nicht einsteigen, noch irgendein Tuch mitzustricken oder ein neues Design mitzustricken, wurscht, lasst euch Zeit, steigt im Jänner oder im Februar ein, kein Problem. Es wird sicher mindestens 2 bis 3 Monate gehen. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder nichts vergessen. Total, der Kater hat mich rausgebracht. Ich schieb's auf die Katze und auf die Technik heute. Ich hoffe, dass alles klappt und ihr die Folge heute bekommt. Und dass wir uns das nächste Mal sehen, nächste Woche, zu meinem Jahrestag, wenn es wieder heißt, Sissi will Wolle. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bussi, Baba. Have you made your greatest game? Some may say we are home.